Und damit Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Und ist es überhaupt noch ein und dasselbe Let's Play? Ja, ist es. Man mag es kaum glauben, aber ich habe eine neue Grafikkarte und ich bin zurück. Richtig. Ich habe jetzt nämlich eine GeForce GTX 960 und man mag es kaum glauben, man hat Weitsicht, man hat anisotropisches Filtering. Und habt ihr nicht gesehen? Ich habe alle Details auf relativ hoch. Und ja, ne? Ihr wisst schon. Ja, und er führt hier gerade Gespräche mit einer Gummipuppe. Wow, ich bin beeindruckt. Aber okay, wollen wir mal hier aus dieser Buchte raus? Soll er sich mit seiner Gummipuppe allein vergnügen? Nee, es ist aber so. Wo komme ich hier überhaupt raus? Da. Es ist tatsächlich ein neues Spiel. Es ist unglaublich, es ist unfassbar, wie manche zu sagen pflegen. Also, die Schatten. Guck mal, ich habe scharfe Schatten. Und was weiß ich, was ich hier alles aktivieren konnte bei der GTX 960. Das Spiel ist halt sehr gut auf die Grafikkarte ausgelegt. Und die Karre. Man erkennt die Karre gar nicht wieder. Ist das geil? Ist das mal richtig geil? Aber wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Eigentlich. Ach so, ja, wir sind aber auch nicht mehr an dem Ort, an welchem das hier begonnen hat, ne? Ist auch klar. Und erstmal eine andere Musik, bitte. So, und wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Das ist die nächste Frage, weil eigentlich kann ich mich daran erinnern, dass ich hier einen Anruf bekommen habe, aber nee, beste Vorbereitung ever hier mal wieder. Brauchen wir nicht. Wir sind Profis oder sowas. Was haben wir denn hier? Ja, ein Büro. Dann haben wir ja noch ein Büro. Da könnte man eine Randale anstellen. Nee, das wollten wir aber nicht. Ammunition und Schießstand wollen wir auch nicht. Das wollten wir erst recht nicht, aber ich dachte, ich bekam einen Anruf. Oder interessanter Ort, da könnte man natürlich auch mal hinfahren. Aber wir möchten ja eigentlich mal weiter in der Geschichte kommen. Und ich dachte eigentlich, dass ich hier noch einen Anruf bekäme. Oder auch nicht. Ja, wie dem auch sei, brauchen wir nicht, ne? Ist was für Anfänger. Ach doch, da haben wir ihn. Den Anruf. Fuck you, man! Whoa, whoa, whoa! You're the guy stealing contracts! You burnt the farm, killed my brothers! You had too many brothers! They needed culling! You're fucking dead! Aren't we all? We live and we die, that's our curse. Hey, you wanna expedite the situation? Come fucking find me! Vespucci Beach, Los Santos, you inbred hillbilly fuck! I'll be there, man. I don't know when, but I'll be there. Okay, er wird kommen. Wohin müssen wir jetzt eigentlich? Ist die Frage. Also zu irgendeinem Strand, ne? Und ich sollte mal die Tastenbelegung wieder können. Dann wäre das wahrscheinlich besser. So, irgendwie zum Strand, ne? Aber irgendwie hat er nichts weiter gesagt. Nee, warum denn auch? Braucht man ja nicht. Ist ja wieder was für Weicheier. Nö, aber ja. Meine Pause ist vorbei, meine Zwangspause, dank neuer Grafikkarte. Deswegen ist das schon alles in Ordnung so. Oder wird mir das gleich noch angezeigt, wo ich hin muss? Nee, irgendwie nicht. Aber warte mal, die Karre ist auch ein bisschen langweilig, ne? Wir wollen ein bisschen was Besseres haben? Hier haben wir's. Oh, die glatten Kanten. Die glatten Kanten, ist ja nicht geil? Ah, komm. Hör auf zu hupen hier. Danke. So, jetzt wollen wir hier mal richtig Gas geben. Sollten, aber. Da wir noch dem hier ausweichen. Ah ja, die Musik, die kennen wir ja bereits. So, aber wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich habe ja jetzt eigentlich die Aufträge alle erledigt. Er hat einen Anruf bekommen. Aber es wird mir halt nicht angezeigt, wo. Das finde ich manchmal ein bisschen komisch. Wir hatten ja aufgehört mit diesem einen Auftrag. Mit diesem einen Auftrag, der hier beim Flugplatz geendet hatte. Da habe ich auch eigentlich aufgehört, aber es ging halt nicht weiter. Deswegen dachte ich, gut, ja, dann eben nicht. Da haben wir den weiteren Schießstand. Warte mal, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt hier mal den Protagonisten wechseln? Warte mal, dieses Fahrzeug eignet sich als Fluchtfahrzeug. Platziere es an einem abgelegenen Ort. Wähle Fluchtpunkt. Markieren, wenn du Michael anrufst. Aha, warte mal. Michael. Warte mal. Wir haben doch hier irgendwo so ein Telefon. Nee, da war es Licht. Da haben wir erstmal E-Mails. Naja, gut, das brauchen wir hier nicht. Das ist uninteressant. So, Michael. Indem ich Michael anrufe, stand da. Machen wir mal. Hier, Michael anrufen. Ach so, in der Nähe von Trevors Haus. Warte mal, wir sind doch gleich in der Nähe von Trevors Haus. Oder auch nicht, nein.
Ja, aber warte mal, wir können ja auch... Warte mal, wir können ja auch wechseln hier. Mal gucken, was die anderen so sagen. Er kann ja mit dem Auto noch weiter umherfahren. Zack, gucken wir mal umher. Das sieht lustig neblig aus. Mensch, das kennt man gar nicht von alten Grafikeinstellungen. Ach, Herr Jemini, die Wolken. Ja, dementsprechend dauert das Laden auch länger, aber das ist mir egal. Das ist mir sowas von egal. Aber die Sequenz sieht cool aus, so langsam. Ach, er putzt sein Auto. Auch schön. Macht auch was Ordentliches hier. Haben wir hier jetzt aber was Neues? Nein, haben wir natürlich nicht. Oder haben wir hier noch was auf der Karte, was wir machen können? Gucken wir mal. Nee, wir haben jetzt nur hier diese... Oder mussten wir das sogar machen? Ich weiß es gar nicht. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Wie gesagt, das ist ja schon alles ein bisschen her, seitdem ich hier gespielt habe. Aber da könnte man ja auch mal schreiben, ne? Das war ja auch so ein Grund, warum ich mal ein bisschen Pause gemacht habe. Nix an Interaktion, ne? Da dachte ich mir, nö, jetzt machen wir auch mal ein bisschen Pause, ne? Dafür seid ihr ja da. Kommentare. Ihr Tipps geben. Wie geht's weiter? Und wenn wir selbst in der Folge nur herumirren, dann ist dem halt so. Naja gut, wenn bis hierhin überhaupt jemand geguckt hat, weil es gibt ja Langweiler, die gucken das Video nur zu 5%, wenn überhaupt. Gibt es alles. Ja, Maike, hör auf zu rauchen, das ist eh ungesund. Alter, die Sonne, die Strahlen, das ist ungewohnt. Das ist echt ungewohnt, sowas zu haben. Ich wechsle da jetzt echt mal wieder zurück hier, das kann ja wohl nicht sein. Also, Trevor, wo ist er bis dahin schon hingegangen? Wo ist er jetzt? Man sieht es kaum wegen des Nebels oder der Wolken. Okay, dieses Fahrzeug eignet sich als Fluchtfahrzeug. Warte mal. Ach so, warte mal, ich muss erstmal auf der Stelle wenden. Zack. So, weiter geht es. Ah, nee, es macht aber wieder Spaß. Endlich mal wieder ein bisschen, ne? Hier spielen, ein bisschen Let's Playen aufnehmen. Ich meine, ich habe ja schon seit ein paar Tagen wieder Videos hochgeladen, aber das waren ja noch alte Videos, die ich aber so, naja, sagen wir es mal so, die ich einfach mal so hatte, noch auf Vorrat. So, kann ich jetzt wenigstens hier Ima anrufen? Moment, was hast du vor? Okay, du willst nichts, gut. Also Michael... Wo haben wir dich, Michael? So, ruf mal an. Trevor, remember me? How about we roll back the years? Well, right now, man? Aren't we in the middle of shit? Okay, well, then back to playing with myself. Okay, geht wohl nicht, ne? Ah ja, zum gepflegten Abhängen werden sie nicht immer Zeit haben, das ist toll. Ja gut, steig mal erstmal aus. Irgendwie muss es ja jetzt weitergehen hier. Wahrscheinlich habe ich nur irgendwas vergessen. Ja, irgendwo zum Strand, hat er ja gesagt. Aber dann wäre doch hier eine Markierung, Leute. Dann wäre doch hier eine Markierung, dass ich irgendwo hin muss. Was haben wir hier noch? Ich kann ja auch erstmal gucken, wie es weitergeht. Denn irgendwie tut's das nicht. Da geht ein bisschen der rote Faden verloren hier. Leute, das macht aber keinen Spaß. Ach, fahren wir einfach mal dahin, oder? Mehr als schief gehen kann's nicht. Also, wieder in das gute Auto hier rein. Na komm, starte. Und warum... Ach so, nee. Seit wann habt ihr die Musik in diesem Channel hier drin? Naja gut, wie dem auch sei... Ich muss das Fahren erstmal wieder lernen. Das kennt man nicht mit so vielen Grafikdetails. Das ist ungewohnt. Deswegen, man muss sich erstmal dran gewöhnen, versteht ihr? Das ist alles eine Sache der Gewöhnung. So, und hier geht es irgendwo rechts rum. Genau, ich brauchte dich mal als Puffer, hat aber nicht so ganz funktioniert. Na gut, also weiter. Ist nichts passiert, wir haben nur jemanden angefahren, aber der lebt noch. Das war bestimmt die Knautschzone, die das so wollte. Na gut, dann hier zwischendurch, hier lang, dann hier in einem gekonnten Drift, naja, so halbwegs rum. Aber es hat zumindest geklappt. Also ich sagte, ich werde langsam ein Profi hier drin.
Ach! Okay, das war nicht profimäßig. Ja, was wird er aber auch plötzlich abbiegen? Er hätte mal blinken können. Und er hat gesehen, dass ich da angekommen bin. Also von daher, das gilt nicht. Also, seine Ausrede. So. Ach Gott. Aber wenigstens lässt er sich hier gut um Kurven manövrieren. Der ist nicht giftig auf dem Heck, ja? Nee, aber irgendwie... Ja, man hat doch die Zeit mal genossen, indem man nichts aufgenommen hat. Einfach so... Ja, ich war ja sowieso noch im Urlaub. Nach dem Urlaub hatte ich dann noch genügend Geld über, um mir hier noch ein bisschen was zu holen, nämlich die Grafikkarte. Und da habe ich aber auch erstmal rumgewerkelt, wie es mit der Aufnahme am besten, also ungefähr flüssig läuft. Und da habe ich das jetzt so eingestellt, dass es halt alles ordentlich ist. Klau den Abschleppwagen. Ach ja, warte mal, irgendwas muss ich da noch machen. Ja, stimmt. Hallöchen. So much smoke. Ja, egal. Komm her. Brauchen wir. So, tschüss. Ups. Aber nicht mit der Musik, bitte. Bah. Kommt, macht mal Platz hier. Ich bin Abschleppwagen. Hier ist Not. Ich muss abschleppen. Vielleicht auch Frauen. Ist aber egal. Das muss so sein. So, zack. Wir sind erstmal weg. Lustig wäre es, wenn sie jetzt zum Beispiel die Polizei auch anriefen. Also ich meine, der Kerl, der lebte ja noch. Aber wahrscheinlich hat er erstmal genügend so zu tun. Aber ich muss sagen, das Witzige ist, dadurch, dass ich trotzdem eine Zwangspause gemacht habe und fliege, hör auf mich zu nerven. Ja, was soll man dazu sagen? Es sind trotzdem Abos hinzugekommen. Und, ach, währenddessen im Urlaub, da habe ich einen Kommentar unter einem Tomb Raider Part bekommen. Da meinte einer, ey, schaff dir eine Freundin an. Kann es sein, dass ich verfolgt werde? Schaff dir eine Freundin an, weil ich bin ja manchmal, also vor allem bei Tomb Raider, ein bisschen anzüglich, ne? Ich meine, wenn da Lara vor einem hüpft, ne? Da kann man halt nicht anders. Und ja, ich werde verfolgt. Du brauchst nicht so tun, als wüsste ich das nicht. Ich weiß das, dass ich verfolgt werde. Da brauchst du keine Sorgen zu machen, dass ich das nicht mitbekomme. Ja, der hatte seinen Spaß gehabt. Tja. Aber weg ist er immer noch nicht. Der verfolgt uns immer noch. Das kann ja wohl nicht sein hier. Ist ja unfassbar. Ups, habe ich hier einen Spruch geklaut. Nein, ich darf das, glaube ich mal. Also, selbst wenn wir mal im TS reden. Ja, wie gesagt, ich war ja auch im Urlaub 2 Wochen. Ja, kann ich auch mal erzählen. Ich war ja in Kroatien mit einem besten Freundeskreis. Also waren wir so im kleinen Rahmen. Was willst du denn hier? So, zack. Boah, Fliege, hör auf, mich an meinen Füßen zu nerven. Ja, 2 Wochen in Kroatien, richtig geil. Wir hatten zwar nur einmal Sonne, nämlich von Anfang bis Ende. Aber es war richtig cool. Also, so wie es sein sollte. Und ja, man sieht es auch, da ich im Urlaub war. Also, eine schöne Hautfarbe habe ich bekommen. Bleibt ja leider nicht. Aber ja, gut, was will man machen? Werdet dem Mechaniker los. Ja, warte, das schaffe ich. Warte mal. Erstmal wenden hier. Was willst du von mir? So, pass mal auf hier. Ah, verdammt, das Auto hat nicht genügend Kraft. Also der Transporter, was eigentlich unlogisch ist, aber... So. Ey, der gibt immer noch nicht auf. Was ist das denn für einer? Warte mal. Ah, Handbremse klappt hier überhaupt nicht gut, aber das wundert mich auch ansonsten. So, ich werde hier noch los. Pass mal auf. Ach, na toll, jetzt muss ich die Polizisten abhängen. Nein! So, warte mal. Wir versuchen uns einfach mal hier hinzustellen, in der Hoffnung. So, warte mal, ich versuche die mal abzuhängen. So ein bisschen. Das könnte natürlich sonst wieder ein bisschen länger dauern. Aber wir schaffen das schon. Wir sind ja Profis, deswegen schaffen wir das. Ne, und... Ich hatte auch mal GTA 5 auf den allerhöchsten Einstellungen gespielt, ganz kurz. Also offscreen für mich. Aber das läuft dann natürlich nicht mehr flüssig. Das liegt aber auch an meinem lahmen PC an sich. Aber die Grafikkarte holt halt hier viel raus. Also wie gesagt, da ein großes Lob. Ein ganz, ganz großes Lob wirklich nochmal an die Entwickler. Dass sie das so gut programmiert haben, dass es halt selbst auf älteren Systemen noch gut läuft. Und
dass die Grafikkarte da sehr viel rausreißen kann. Halt auf meinem Mainboard, dass da die GTX 69 überhaupt gut funktioniert, ist schon ein Wunder. Und ich habe erstmal gestaunt, als ich sah, dass die schon einen 8-Pin-Anschluss hat, also einen 6-Pin und einen 8-Pin-Anschluss, aber den Adapter haben sie zum Glück mitgeliefert, deswegen war das auch kein Problem. Tja, und wie gesagt, einer meinte ja bei Tomb Raider Angel of Darkness, ja, schafft ihr eine Freundin an. Meinte einer, ja, da wird's doch nur noch schlimmer. Gut, haben wir abgeliefert. Dann verlassen wir mal den Abschleppwagen. So, nu? Ach so. Bestanden, Abschleppwagen. Sehr gut. Gucken wir mal, erweitert. Ja, ein bisschen langsam, aber ist ja egal. Da haben wir das schon mal geschafft hier. Also, was können wir jetzt noch machen? Also, irgendwie finde ich das halt manchmal so ein bisschen, ne? Du weißt nicht, was du machen sollst hier. Auf Randale habe ich keinen Bock. Da müssen wir hier noch irgendwie hin. Dorthin. Ich klappere jetzt einfach mal die ganzen Haas hier ab. So. Ich brauche aber irgendwie noch ein Nutzfahrzeug. Also, so hinzulaufen wird ein bisschen blöd. Tow truck is at the lot. So, schön. Jetzt brauche ich nur noch irgendwie ein Fahrzeug. Aber was Rockstar immer noch nicht hinbekommen hat, ist eine ordentliche Schriftgröße zu machen. Bleib mal stehen. Ich brauche hier mal ein Fahrzeug. Ja, hau ab. Du steigst auch mit aus? So, rum hier. Eine andere Musik, bitte. Nämlich die. Dann gucken wir mal, was jetzt hier Schönes kommt. Immer noch nichts anderes. Da hätten wir einen schönen Abschlepper. Der ist auch sehr stabil. Wow, der hat gut reagiert. Das muss man nebenbei auch mal sagen. Ich habe vergessen, die Zeit zu stoppen, weil ich mir eigentlich überlegte, vielleicht doch immer noch eine Verabschiedung zu machen. Ja, ne? Dann sage ich einfach, bis zum nächsten Part. Tschüssi.